Leute und willkommen zum 11. Türchen des Adventskalenders. Und ja, hinter diesem Türchen verbirgt sich ein 1-vs-1-Turnier auf dem Timolia-Server. Auf dem play.timolia.de-Server, um genau zu sein. Und, ja genau, ich bin alleine, weil ich einfach gar keine Zeit diese Woche mehr habe, so ungefähr. Und, die anderen beiden konnte ich jetzt nicht erreichen. Und, ja, das Skill ist eigentlich so relativ standard gehalten. Der hat einen Goldapfel, deswegen verbraucht er ihn jetzt. Perfekt. Und dann verbraucht er die, weil die nicht getroffen hat. Und dann verbraucht er die, weil die auch nicht getroffen hat. Dann verbrauche ich die nicht, weil ich die perfekt getroffen habe. Und er hätte rein theoretisch eine Milch, woran er aber nicht denkt. Und nicht ohne Schwert drauf haben, Tobi. Das war dumm. Ich habe noch nicht mal meinen Goldapfel gegessen. Ja, ich bin immer konzentriert. Turnieranstellung zeige ich gleich, sobald diese Runde vorbei ist. Was machst du denn jetzt? Kannst du dich auch mal wehren? Wäre langweilig. Also entweder der hat nur Minecraft gespielt oder irgendwas ist mit dem falsch. Hör schon. Wirf! Wo ist der? Ach da. Na. Ten hearted mit Goldapfel noch. Ich hätte 12 Hearted machen können. Okay, Turniereinstellungen sind folgendermaßen. Zwei Runden Quali, dann Best of 3, 1 Minute, 20 Kampfzeit und ja, keine Ahnung. Was gibt's noch zu sagen? Ja, wir haben 2-0 die erste Runde gewonnen. Ja, ich denke mal, ich werde probieren, das zu gewinnen. Auch, ja, mal gucken. Und ja, ansonsten, ich freue mich schon total auf Weihnachten. Wie steht's bei euch? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und, ja, die könnten sich jetzt auch mal beeilen, wenn sie ganz lieb wären. Und es leckt irgendwie ein bisschen. Komm schon zum Play. Go zum Play. Ich bin für den, weil der schon einzeln führt. Danke. Und um 2 Herzen, das ist knapp anscheinend. Gegen wen? Gegen Marco Hebelbaum. Na, es leckt ein wenig. Ach. Nur gegen Kacklecks. Was? Ach. Ich habe gerade Angst, dass er sich selbst vergiftet. Aber er hat offenbar, also es hat übelst geleckt. Aber er hat wenigstens seine Milch getrunken gehabt. Wenigstens etwas, worüber er sich freuen könnte. So, dann war, Alter, diese Lecks, ne? Ach nee, er leckt so. Oder? Oder ist das so, weil manchmal lecke ich, manchmal er. Hat er sich jetzt... Okay, er ist doch dumm. Tut mir leid, Junge. Tut mir so leid. Mann, Alter, der war ein bisschen schlechter, als ich gedacht hätte. Hat er die erste Runde gewonnen? Nee, natürlich nicht. Okay. Das wäre auch ein bisschen komisch geworden. Ja, das heißt, wir sind schon mal in der K.O.-Phase, Leute. Können sich jetzt alle mal ein bisschen beeilen. Ich muss nämlich gleich schon wieder weg. Ja, ja. 17, 18. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. 18 verbleibende Spieler, das ist, kommen irgendwie, ich denke mal es kommen 8 in die Endrunde, das wäre ganz cool. Beobachten wir die beiden mal hier. Und der eine gewinnt, wer auch immer. Mr. Seifermann. Das ist meine Hassmap. Hallo? Ach, er frisst auch direkt sein Gold. Und 1, Trank 2, das war sein Goldapfel. Und er ist down. Ja, so leicht besiegt man einen, der dann, wenn man trinkt hat, nie direkt drauf gehen. Das ist ganz wichtig.
selbst vergiftet? Ernsthaft? Was habe ich für Gegner, Alter? Wow. Lol. Ist immer das down? Das war irgendwie scheiße von mir. Au. Mr. Faggot. Ist kein Fag... egal. Lassen wir. Leute, Alter. Okay, ich bin jetzt unter den besten irgendwas. Gegen zum Play. Oh. Der könnte gut sein. Hör doch auf zu legen. Okay, ist direkt hinter mir. Ne, ist er nicht. Okay, das heißt, er hat seine Milch verbraucht. Das ist eigentlich relativ... wir nehmen den. Ich habe ihn nicht mehr getroffen, das war so schlecht. Okay, Hochmut kommt vor dem Fall, wie es so schön heißt. Naja. Das wird jetzt nochmal spannend. Also er ist nicht... Er ist gar nicht mal so schlecht, muss man schon sagen. Ach, Kackeleck. Ich weiß gar nicht. Okay, da konnte ich nicht. Ich wollte nur nochmal testen, keine Angst. Ich wusste, dass er weg. Ach, scheiße, da hat er uns bekommen. Wir rennen jetzt hier durch und hoffen, dass er dumm ist und uns folgt. Und er ist dumm. 1, 2, down. Perfekt. Ja, entschuldige, dass ich zu wenig rede. Okay, er hat gefressen. Was probiert der da, Alter? Ich check's gerade nicht, was er da macht. Großes Fragezeichen. Oh. Ich will ihm nichts tun, Alter, er ist so dumm. Was tut er da? Also, er ist der Ersteller des Turniers, das heißt, er wird ja wohl gut sein. Aber was hat er jetzt getan? Okay, er schreibt weiter. Hä? Ja, Clown, jetzt geht drauf, ne? Cheater! Du! Easy! Yeah! GG! Das heißt, wir sind im Finale! Yo, Lord! Gegen Mr. Seifarm. Also bis jetzt hatte ich ja noch keine ernsthaften Gegner, sagen wir es mal. Vorsichtig so, aber er scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Alter. Wir rennen erstmal kurz. Bisschen Abstand gewinnen. Au!
Ist gut mit Bogen, dadurch hat er die Kämpfe gewonnen. Und wir sind tot. Yes! Mann. Okay, Leute. Erste Runde im Finale gewonnen. Das wäre ganz cool, wenn wir das Turnier jetzt gewinnen. Was tut der da mit seinem armen Wasser? Komm schon, mach Tränke. Danke. Eins. Oh. Und der trifft auch immer wieder, ne? Das ist krass. Alter! Lol! Lol, lol, lol! Okay, Leute, kurzer Cut. Sorry, ich hab gewonnen. So, da bin ich wieder. Genau, ich habe das Turnier ja gerade gewonnen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat, dieses Video. Und die nächste Folge wird dann wieder mit Torben und Flori sein. Ansonsten, wenn euch dieses 11. Türchen des Adventskalenders gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung. Und ja, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert uns doch. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und tschüss!